Moin aus Dinklage beim Achshersteller Gigant. Heute stelle ich die mechanischen Aggregate aus dem Hause Gigant vor. Für Achslasten ab 10 Tonnen haben wir das LK-Aggregat. Dieses gibt es als Einzel-, Tandem- und als Trio-Ausführung. Ich stehe hier an einem Tandem-Aggregat, genannt LK17, das oft im landwirtschaftlichen Bereich eingesetzt wird. Die Spureinstellung erfolgt über die Gigant-typische Exzentermutter. Die Einstellung wird über den Lenkerarm an die Achse übertragen. An der Aufhängung kann man sehen, dass der Lenkerarm an der Ausgleichswiege angebracht ist. Dies hat den Vorteil, dass bei der Bremsung ein dynamischer Achslastausgleich stattfindet. Die Ausgleichswiege bewegt sich nach dem Bremsvorgang zurück in die Ausgangsstellung. Um beim LK17 einen langen Radstand zu ermöglichen, haben wir die Ausgleichswiegen geteilt. Im Normalfall haben wir diese einteilige Ausgleichswiege bei Tandem- und Trio-Aggregaten im Einsatz. Bei Nachlauf-Lenkachsen wird diese versetzte Ausgleichswiege verbaut. Nahezu alle Bauteile sind mit Artikelnummern versehen, um die Identifikation der Bauteile zu vereinfachen. Alle Einzelaggregate werden kompakt auf einer Palette angeliefert. Hier zum Beispiel das LK17-Aggregat. Jetzt kann man auch den markanten Unterschied zwischen dem GK- und dem LK-Aggregat erkennen. Die Feder beim GK-Aggregat hat vorne ein Federauge mit Silentblock und hinten eine gleitende Seite. Die Federn beim LK-Aggregat haben zwei Gleitenden. Im mitgelieferten Karton des GK-Aggregats befinden sich die Aufhängungsbauteile. Vordere Aufhängung, Hauptaufhängung und Ausgleichswiege sowie der Gleitschuh für das hintere Federende. Im Gegensatz zum LK-Aggregat gibt es hierbei keinen Lenkerarm. Falls gewünscht, kann unser GK-Aggregat auch mit Exzentermutter zum Einstellen der Spur geliefert werden. Alle Informationen und Einbaurichtlinien zu den Aggregaten findet man auf unserer Internetseite im Downloadbereich. Soweit von mir zu den mechanischen Aggregaten von Gigant.